Christina, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Freut mich, dass wir hier so zahlreich erschienen sind, so virtuell. Man redet ja so ein bisschen in so eine Blackbox, aber wir reden ja über ein digitales Thema und über digitale Themen kann man sich ja digital auch sehr gut unterhalten. Und was ich Ihnen heute mitgebracht habe, habe ich hier mal in einer kurzen Agenda zusammengefasst. Digitaler Wandel, was ist das eigentlich? Natürlich ganz kurz die TTS vorstellen. Aber digitaler Wandel, was ist das eigentlich? Was versteht man da eigentlich drunter? Weil da gibt es, glaube ich, eine Menge Definitionen. Da sollte man sich mal entscheiden, was das eigentlich ist. Sie sehen schon an dem Begriff digitaler Wandel und nicht Digitalisierung, weil Digitalisierung für uns einfach zu generisch ist. Und digitaler Wandel beschreibt eigentlich eher das, diesen Veränderungsprozess, der uns wichtig ist, dass das ein zentrales Element ist. Dann haben wir Befragungen mitgebracht, die Bitkom an bei Unternehmen gemacht hat, was da anscheinend und wichtig ist. Wir spiegeln das Ganze natürlich dann auf das Thema Qualifizierung und dann zeigen wir Ihnen, wie wir mit unseren Kunden gemeinsam solche Projekte angehen. Da habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, damit das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam wird und man ein bisschen zupacken kann. Und am Schluss natürlich Zusammenfassung und Ausblick. So würde ich Sie jetzt heute hier auf die Reise nehmen. Wir sind für 45 Minuten zusammen hier im Zug gebucht, in einem Abteil. Und es ist aber natürlich durchaus so gedacht, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die Fragen, schreiben Sie das einfach rein, dann können wir da entsprechend durchgehen. Ganz kurz eine Folie zur TTS GmbH, deren Gesellschafter ich auch bin, schon seit 15 Jahren. Die Firma kümmert sich um alles rund um das Thema Performance Support, Talent Management und Learning. Und in dem Umfeld sind wir tatsächlich mit 300, mittlerweile 300 Mitarbeitern eine sehr stark wachsende Unternehmung, Eigentümer geführt, keine Bankverbindlichkeiten, ein bisschen altmodisch in der Strukturierung. Wir denken, dass wir sehr innovative Produkte haben, haben dafür Preise gewonnen, sowohl im E-Learning-Bereich, wo wir eine große Truppe haben, wie aber auch den Brandon Hall Award in Gold für unsere Softwarelösung. Und wir sind intensiver und immer wieder SAP-Partner und begleiten viele große, namhafte Unternehmen im Wechsel ihrer HR-Landschaft. Also wir implementieren SuccessFactors mit über 90 zertifizierten Beraterinnen und Beratern, haben wir da ein Footprint. Und das ist auch einer der Vorträge dieser Woche. Es ist ja eine ganze Webinarwoche, das heißt, man kann sich was raussuchen, man kann natürlich alles hören. Sie sind herzlich willkommen. So viel vielleicht einfach kurz zur Unternehmung. Und damit soll es dann auch direkt mit unserem Thema losgehen. Wollen wir hier keine Zeit verlieren und uns mit etwas langweiligeren Sachen handeln. Was ist eigentlich der digitale Wandel? Und was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe, ist, habe ich gedacht, ich suche mir einfach mal die älteste Industrie der Welt raus, nämlich die Agrarindustrie. Ja, also ich denke, bevor wir Autos gebaut haben und Straßen und Häuser gebaut haben, gab es schon sowas wie Landwirtschaft, ja, Farmer, eine sehr alte Geschichte. Und hier übrigens eine Landschaft aus dem Cognac in Frankreich. Man sieht schon, dass das ganz gut bestellt worden ist. Aber was hat das jetzt mit digitalem Wandel zu tun? Und da habe ich Ihnen von einem Kunden von uns, von der Firma Klaas, ein Bild mitgebracht, wo Sie eigentlich ganz gut mal sehen können, wie das heute dann gedacht wird. Das heißt, da reden die Maschinen miteinander. Die Maschinen reden mit dem Landwirt, mit dem Bauernhof, mit dem Hersteller der Maschinen. Alles passiert über Cloud-Dinge, Internet. Das Internet der Dinge spielt hier eine zentrale Rolle. Und natürlich immer Kommunikation. Das heißt, die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die in der Landwirtschaft tätig sind, die verschiedenen Daten werden erfasst und es wird dafür gesorgt, dass perfekt gedüngt wird, dass perfekt bewässert wird, dass perfekt geerntet wird und so weiter. Das heißt, wir finden hier eine Effizienzsteigerung, wie sie eigentlich seit der Erfindung des Düngers nicht mehr da gewesen ist. Und natürlich ist das ein Riesenmarkt und natürlich ist das ein Riesenchange für alle Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und deswegen einfach das Beispiel, ne, man denkt, man fährt an Feldern vorbei und denkt, naja, alles so wie immer, hier ist es nur ruhig, hier passiert nicht viel und siehe da, es ist eine Revolution im Gang. Was müssen wir verstehen? Was ist das eigentlich mit dem Digital? Ich habe das jetzt hier in Englisch mitgebracht, bitte das zu entschuldigen. Wir müssen erstmal verstehen, was Digitalisierung ist und wie wir damit umgehen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Wir müssen auch verstehen, wie sich unsere Geschäftsmodelle ändern, beziehungsweise wie auch neue Geschäftsmodelle entstehen.
Und dass dieser Wandel eben kein evolutionärer, also kein langsamer Stück-für-Stück-Wandel ist, sondern ein revolutionärer, das ist, glaube ich, dem Letzten auch klar geworden, wenn man Börsengänge wie Facebook oder Google oder sowas anguckt, dann ist da eine Riesenwelle am Schwappen. Und das ist dieses sogenannte disruptive Potenzial, das heißt ja nichts anderes, als dass wir nicht kontinuierlich wachsen, sondern indem wir in riesigen Schritten wachsen. Das heißt, das passiert einer Industrieunternehmung eigentlich in der Regel nicht. Aber mit diesen neuen digitalen Unternehmen, die auf ganz neue Geschäftsmodelle setzen, da passiert. Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, um das noch ein bisschen zu versinnbildlichen. Ich denke, Sie alle kennen Wikipedia, eine fantastische Enzyklopädie. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde enzyklopädisches Wissen so intensiv genutzt wie dank Wikipedia. Alle gucken ständig da irgendwie rein, um Informationen über Unternehmungen, über historische Dinge, über Länder, über Städte, über Touristenziele und so weiter zu bekommen. Millionen von Autoren tragen Wissen dort hinein, aber Millionen von Menschen ziehen Wissen dort hinaus. Etwas, was Meyer und Brockhaus und Enzyklopädie Britannica nie leisten konnte, ist jetzt eigentlich Wirklichkeit geworden, dass man eigentlich eine ganze Enzyklopädie Britannica, die übrigens mal 58 Bände hatte, ja, dass man die quasi in der Hosentasche in seinem Smartphone dabei hat. Und dann, wenn man in Rom in der Sixtinischen Kapelle steht, dann kann man nachgucken, wer das gebaut hat und warum und wann und wieso. Andere Modelle, auch altmodische Modelle wie Beförderung, ja, im Taxigeschäft, dass man auf die Idee kommt, dass das im ersten Schritt mit von jedem gemacht werden könnte, der eigentlich zufällig vom Flughafen nach Hause fährt, also zu einem nach Hause fährt, oder aber, dass es auch über autonomes Fahren dann passieren kann. Ich denke auch, das ist ein disruptives Potenzial, ganz egal, ob man das jetzt toll findet oder doof findet, das ist, glaube ich, nicht die Frage, sondern ich glaube, jeder erkennt, was für eine Chance darin liegt. Die Revolution in der Musikindustrie, ich bin mit Langspielplatten, schwarzen Langspielplatten groß geworden. Wenn ich das meinen Kindern erzähle, dann wissen die gar nicht, was ich mit den Dingern überhaupt mache, was man mit den Dingern überhaupt machen kann, wie die Musik da rauskommt. Sondern heute geht es um Spotify, um Streaming von Musik. Auch ganz neue Bezahlmodelle hängen da dran. Man bezahlt die Musik nicht mehr, indem man eine Platte kauft, von der man drei Stücke toll findet und sieben blöd. Sondern man guckt sich genau an, was man hören will. Man macht Playlisten und die Algorithmen geben einem auch noch Playlisten. Also auch das wird heutzutage einfach mitbar. Und ein anderes Modell, natürlich Amazon und jetzt hier mit dem Beispiel Amazon Fresh. Sicher eine Bedrohung für viele Retailer in Deutschland, also dass hier einfach eine Marktmacht auch genutzt werden kann, um immer wieder neue Modelle zu etablieren. Das hat mit Digitalisierung zu tun, das hat mit digitalem Wandel zu tun, wir sind da eigentlich mittendrin. Und das leitet eigentlich jetzt über zum nächsten Thema, wir sehen es die Unternehmen. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, sind Folien vom Bitkom-Verband, können Sie auch im Internet googeln, ja, die Quelle ist natürlich da, Sie kriegen natürlich auch PowerPoints, wenn Sie wollen, schicken Sie uns eine kurze Mail, dann schicken wir Ihnen die Unterlagen gerne zu. Und wenn 500 Unternehmen oder mehr als 500 Unternehmen gefragt werden, was sind denn eigentlich die größten Herausforderungen, die Sie sich jetzt gerade stellen müssen, dann sehen Sie, dass zwei Antworten herausragen. Das eine ist der demografische Wandel. Ich finde keine Fachkräfte. Eine Situation, wie sie seit vielleicht mittlerweile 5 Jahren in Deutschland herrscht, hängt so ein bisschen von der Branche ab. Durch den demografischen Übergang, Älterwerden der Gesellschaft, vielen Arbeitskräfte in vielen, vielen Fachbereichen. Und das Zweite, an zweiter Stelle schon, kommt das Thema Digitalisierung. Und interessanterweise die eigentlichen unternehmerischen Fragen, nämlich das Thema Wachstum kommt an Stelle 3 und das Thema Wettbewerb kommt an Stelle 4. Das heißt, die Themen der Digitalisierung meines Geschäfts, des Unternehmens und das Thema Fachkräftemangel haben die klassischen unternehmerischen Themen, wie wachse ich und wie gehe ich mit meinem Wettbewerb um, tatsächlich schon überholt. Und Sie sehen auch nochmal diese plus 3, plus 2 Zahlen, das ist im Vergleich zu 2015. Was heißt das eigentlich? Das heißt, die Dimension der Digitalisierung, Sie sehen, dass auf der einen Seite die Digitalisierung von Geschäftsprozessen beinhaltet, mit dem Ziel Kosten senken, Effizienzerhöhung, Produktivität steigern. Und Sie sehen auf der anderen Seite die Digitalisierung von Geschäftsmodellen.
Das sind zwei, glaube ich, sehr unterschiedliche Dinge. Der obere Bereich, da gibt es viele Industrien in Deutschland, die da schon sehr weit sind und sehr effizient arbeiten, auch mit Software sehr viel schon machen. Zum Thema Effizienzsteigerung, wenn man heute bei Volkswagen, Audi, BMW in die Produktionshallen guckt, dann sieht man da nicht so viele Menschen. Das ist schon extrem effizient, wie da Autos gefertigt werden. Bei der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, das heißt, wir entwickeln ganz neue Dienstleistungen, ganz neue Produkte. Ich will dadurch Marktanteil gewinnen. Ich werde als Autohersteller vielleicht zu einem Shared Auto Company. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Und da braucht es auch Zeit für. Und das ist sicherlich auch die größere Herausforderung. Und so verändern die Digitalisierung die Geschäftsmodelle. Und das sehen hier wirklich eine große Anzahl. Ja, das heißt, 64% der hier befragten Unternehmen sagen, jo, mein Geschäftsmodell ändert sich. Eben Taxifahrer sagen das. Und das sagt die Tourismusindustrie und das sagt die Hotelindustrie und das sagen fast alle Industrie, die Automobilindustrie und so weiter. Alle sagen sie, mein Geschäftsmodell ist heute nicht mehr das, was es noch vor 5 oder 10 Jahren war. Und wenn das so ist, dann ist es aber trotzdem so, und wir wissen ja alle, die Menschen sind nicht von Natur aus optimistisch, sondern sie sind eigentlich eher so ein bisschen pessimistisch und früher war ja auch vieles besser und so weiter. Das heißt, wenn man sich das hier anguckt, dann sehen die meisten aber eine Riesenchance dazu. 87% sagen, ja, das ist echt eine Chance. 1% nur sagt, Digitalisierung hat auf mein Geschäft keinen Einfluss, ja, was immer das für ein Geschäft dann ist. Und 11% sehen dann Risiko drin. Also es ist schon unternehmerisch erstmal gesprochen. Da reden wir ja erstmal nicht über Arbeitsplätze, sondern da reden wir einfach über Wachstum und über Geschäftsentwicklung. Da sehen das viele als Chance. Soweit vielleicht einfach mal ein Blick auf die verschiedenen Firmen oder die Firmen das sehen. Ich halte das für eine sehr spannende Studie. Es gibt da noch eine ganze Menge weiterer Folien zu. Wenn Sie Zeit und Lust haben, gucken Sie sich das einfach nochmal in Ruhe an. Die Frage ist, was passiert eigentlich, was heißt das eigentlich für Qualifizierung? Was heißt das eigentlich, was ist eigentlich die Rolle der Qualifizierung? Und da haben wir auch, da gibt es aus derselben Studie auch eine ganze Reihe von Antworten zu. Und hier wird, muss man dieser Aussage zustimmen oder eben nicht. Und 83% stimmen, also von logischerweise 100, 83% sagen, ohne Weiterbildung unserer Fachkräfte für die digitale Arbeitswelt können wir nicht Konkurrenz machen. Das heißt, man hat erkannt, es gibt da einen Riesengap zwischen dem, was die Zeiten jetzt fordern und dem, was möglich ist in den Unternehmen. Und diese Gap, diese Schwelle, diese Stufe muss geschlossen werden durch Qualifizierung. Und das ist, glaube ich, eine interessante Erkenntnis. Das ist auch eine Erkenntnis, die Sie nachher in den Beispielen dann sehen werden, die ich Ihnen dann zeige, dass die Unternehmen jetzt sehr bereit sind, sich hier diese Aufgabe zu stellen und das Thema Qualifizierung in die Hand. Hier ist das Ganze nochmal aufgesplittet nach verschiedenen Industrien, also nach Industrie, Dienstleistung und Handel in den verschiedenen Grautönen und in der Gesamtsumme. Interessanterweise das wichtigste Thema ist das Thema Datenanalyse. Das kommt natürlich aus der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, wo auf einmal nicht das produzierte Auto zählt, sondern das Portal, mit dem man es bucht und mit dem man dann fährt und mit dem man, wo man diese Daten sammelt, die dann wiederum vermarktet werden können, etc. Das Thema Social Media Kenntnisse, also einfach ein wichtiger Schritt geworden ist hier vor allen Dingen für den Handel, also massiv für den Handel, wie man an Kunden kommt und wie man Kunden annonciert und bespricht. Programmierkenntnisse, klar, das ist sicherlich auch schon ein älteres Thema. Datenschutz und Datensicherheit, also die klassischen Compliance-Themen, sind von großer Bedeutung. PC-Anwenderkenntnisse, hier erstaunlich gering, spielen eigentlich nicht so eine Rolle. Liegt vielleicht auch daran, dass die Digital Natives jetzt in den Jobs sitzen und schon sehr gut wissen, wie einzelne Computer zu bedienen. Und hier die letzte Frage dazu. Welche Aussagen zur Folge der Digitalisierung für Arbeit und Beschäftigung treffen zu? Ja, unabhängig von IT, wir brauchen also die Digitalkompetenz aller Mitarbeiter, sagen 87%. Und mehr IT-Fachkräfte, okay, das ist sicherlich auch ein Thema. Und das ist also einfach das, was da die Unternehmen im Moment. Und was ich Ihnen jetzt mitgenommen habe, um Ihnen ein bisschen mal zu zeigen, wie wir sowas angehen, ist ein Angebot, was wir einem großen Finanzdienstleister gemacht haben.
und was wir demnächst jetzt auch umsetzen, wie wir solche Projekte angehen. Und da haben wir natürlich erstmal das Thema Auftragsverständnis. Es ging um, oder es geht um 1500 Firmenkundenberater, die in der Finanzbranche den Mittelstand beraten sollen, also Unternehmen beraten sollen und das Thema Digitalisierung und digitaler Wandel hier verstehen sollen, weil sie sonst auch nicht mehr einschätzen können, also wenn sie davon nichts verstehen, können sie auch die Geschäftsmodelle ihrer bestehenden Kunden kaum einschätzen. Also es besteht ein Risiko, dass ich Kredite an Firmen vergebe, deren Geschäftsmodell einfach nicht mehr die nächsten 5 Jahre übersteht, weil disruptiver Wandel, also sprunghafter Wandel, das heißt, es geht sehr schnell, das heißt, sie müssen sich damit dann klären. So, hier steht es nochmal so drin. Ich will das jetzt gar nicht, ich drohe hier nicht mit zu viel Text. Es kommen jetzt ein paar Seiten mit sehr viel Text. Ich gehe da wirklich kurz durch. Ihr könnt sich das gerne in Ruhe angucken. Also es geht natürlich um Kommerzialisierungsstrategien für den Fachberater. Das heißt, wie kann er daraus Produkte formen, die er dann entsprechend auch verkaufen kann? Wie versteht er seinen Kunden? Das ist natürlich ein Lösungsvertrieb. Und das Ganze soll von einem entsprechenden digitalen Agentur, wie eben die TTS ist, dann an die Kundinnen und Kunden gebracht. Die Zielgruppe hier, hatte ich schon gesagt, sind Firmenkundenberater. Die Idee eines Szenarios und wie wir das Ganze dann angeboten haben, zeigt Ihnen. Was dahinter ist, ist, dass wir fünf große Branchen wie Handel, Automotive, Werkzeugmaschinen und so weiter, wir da sagen sollen, wie der digitale Wandel diese jeweiligen Gruppierungen trifft und was er für sie bedeutet und was eigentlich die KPIs sind, die da eine Rolle spielen. Und was wir dann entwickelt haben daraus, ist natürlich ein Zielbild. In diesem Zielbild haben wir gesagt, wir wollen den digitalen Wandel erläutern, wir wollen die disruptiven Potenziale des digitalen Wandels identifizieren, dass wir wollen die Kolleginnen und Kollegen daran aufschlauen, was da zu tun ist, sehen, welche Chancen und Potenziale da drin liegen. Wir wollen natürlich auch das Thema Berührungsängste mit reinbringen, weil das spielt eine wichtige Rolle. Es gibt einfach viele Kollegen, die sagen, oh, weiß ich nicht, lese viel drüber, alles nicht so meins, aber es muss eben in dem Umfeld, muss man sich mit diesen Informationen auseinandersetzen. Und wie sehen digitale Business-Strategien eigentlich? Am Ende ist es sinnvoll, so einen digitalen Reifegrad von Unternehmen gestalten zu können und zu sagen zu können, mein Kunde, mein potenzieller Kunde oder mein tatsächlicher Kunde steht hier gerade in den Anfängen, ist schon gut mittendrin oder hat einen hohen digitalen Reifegrad. Und natürlich wie bei jeder Qualifizierung geht es um Handlungskompetenzen. Das liegt natürlich dann immer im Ziel jeder Ausbildung. Das Lernkonzept, mit dem wir dann darauf geantwortet haben, ist hier das, was Sie jetzt hier sehen. Das heißt, wir fangen mit einem Design Thinking Workshop an, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Design Thinking ist ja eine etwas neumodische, das gibt es schon länger, aber es ist eine Methode, wie man die verschiedenen Stakeholder in einem Projekt einen Tisch bringt und das so moderiert, dass man aus Betroffenen Beteiligte macht. Da haben wir entsprechend zertifizierte Mitarbeiterinnen, mit denen wir das dann machen. Wir haben uns dann dafür entschlossen, hier mit einem Virtual Reality Modul reinzugehen, um auch die Emotionen der Kollegen abzuholen. Das ist die Idee eines virtuellen Trainingsraums, in dem ich in verschiedene Räume gucken kann, wo die verschiedenen Industrien sind. Und dann sehe ich dort deren digitale Herausforderung. Das ist jetzt nichts, was man nachher im Test dann erfolgreich managt oder nicht, sondern das ist einfach ein emotionaler Punkt. Da gibt es natürlich einen Trailer, ein Web-based Training dazu mit dem Ganzen, dann Begleitmaterial und natürlich, wenn man das dann noch erweitern will, wenn der Kunde selber erweitern will, Werkzeugen auch. Also das heißt, wir haben mit einem ganzen Mix aus Medien und Technologien hier drauf geantwortet, aber wesentlich ist für mich, dass wir eine Umsetzungskompetenz hier haben, die wir dann entsprechend dann mit eingebracht haben. Design Thinking Workshops habe ich schon gesagt. Wir nehmen hier die verschiedenen Multiplikatoren und Firmenkundenberater mit rein. Da
agiler Workshop, mit dem das Ganze dann läuft. Ich habe hier noch ein paar Zusatzfolien, was das eigentlich ist mit dem Design Thinking. Also es ist wirklich ein auf die Menschen zentrierter Workshop, mit dem man das Ganze dann durchführen kann. Und ich versuche Technologie, Geschäft und die Human Values, also die verschiedenen Gemengelagen hier zusammenzubringen. Wir haben dazu auch Kunden eingeladen zum Beispiel, weil Kunden natürlich auch am besten darüber berichten können, was ihre Anforderungen an Digitalisierung sind und was dann ihre Anforderungen auch an den Kundenberater sind. Ja, das ist eine sehr interessante Übung, kann ich nur jedem empfehlen, solches Vorgehen dann mal zu machen. Dann steht eine Roadmap, mit der man da durchgeht und das Ganze dann entsprechend umsetzt. Und was man als Ergebnis dann bekommt, ist, dass man das so vorbereitet und dann mit einer Konsolidierung der Ergebnisse das Ganze beendet. Und ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, den wir jetzt neu in unseren Projekten mit anbieten und mit verwenden. Ist ein bisschen aufwendig natürlich, sieht man auch schon, aber der Mehrwert ist wirklich gigantisch. Dann das Thema Virtual Reality, ja, also seit es diese Google Cardboards gibt, wie Sie hier das jetzt mal im Beispiel sehen, ist es eben möglich für wirklich schlankes Geld VR-Sachen zu bauen. Das haben wir jetzt für verschiedene Kunden schon erfolgreich gemacht, werde ich Ihnen noch ein Beispiel aufzeigen. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die Lernen 4.0 ermöglicht, nämlich emotionales Lernen, was Sie vorher eigentlich mit den anderen Lernformen nur im Präsenztraining hinbekommen haben und nicht in den technologischen Trainings. Wir haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Man sollte aber immer noch sehen, dass auch hier der Inhalt die Form generiert. Das heißt, die müssen sich genau klar sein, was sie hier eigentlich dann den Kolleginnen und Kollegen beibringen. Trailer, klar, das kennen Sie. Ein sehr beliebtes Thema, und das muss natürlich so sein, dass die Leute packt, dass es am Corporate Design der jeweiligen Organisation auch dranhängt. Und dann natürlich ein E-Learning. Ich habe hier unsere Standard-Slide genommen für E-Learning-Szenario, weil sie hier direkt und aktivierte Ansprache, Medienwechsel, interaktiv, also möglichst hoch interaktiv, intensiv und auf den Punkt motivierend und marketinggerecht. Es muss einfach passen. Es darf keine Blätterleiste sein, es darf kein scrollbares PDF mit Zertifikat hinten sein oder irgendwas Entsetzliches, sondern es muss dann schon wirklich State of the Art auch sein. Das Ganze im Look and Feel des jeweiligen Kunden, das ist selbstverständlich. Das ist hier dann ein Beispielentwurf zum MIT-Design. Dann gibt es natürlich ein Lernkonzept dahinter. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch. Ich wollte Ihnen einfach nur den Weg zeigen. Weiteres Begleitmaterial, das ist natürlich immer so, dass jeder Kunde schon Berge an verschiedenen Inhalten hat und dass man nach einer sorgfältigen Auswahl ganz gut sagen kann, welches Material noch wie und wo zur Verfügung gestellt wird. Sie haben sich erinnern sich, eines der Ziele war, die digitale Kompetenz der jeweiligen Kundenunternehmen auszufinden. Dafür gibt es Fragebögen, die kann man hier entsprechend auch mit einbinden, die kann man natürlich auch digitalisieren, je nachdem wie der Kunde das haben. Was wir dann noch mit reingenommen haben, ist ein weiteres Produkt, was wir schon bei der AXA Winterthur in der Schweiz mal mit umgesetzt haben, gehabt haben. Das nennt sich Enable Sales to Success. Das ist einfach auch eine Vertriebs-Enablement. Da ging es darum, dass man das Wissen der Top-Performer in einer Verkaufsorganisation kann man aber genauso gut für eine Ingenieursorganisation, also für eine Fachorganisation nehmen, dass man das halt teilt. Wir haben das mit so einem YouTube-Portal gemacht, wo kurze Berichte der jeweiligen Top-Performer drin standen, wo sie in 3 Minuten einfach berichten, warum können sie was besonders gut? Im Vertrieb, warum verkauft einer auf dem Golfplatz besonders gut? Warum verkauft einer links und rechts besonders gut? Und das ist etwas, was mit extrem hoher Neugier getroffen ist und sehr stark messbare Umsatzsteigerungen mit sich gebracht hat, weil die Kollegen gerade im Vertrieb, natürlich gerne gucken, nicht so gerne fragen, ja, warum jemand so erfolgreich ist, da ist der Eitelkeitsschatten zu groß. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein spannendes Thema. Das haben wir da quasi noch konzeptionell mit reingenommen und dann einen Zeitplan ausgearbeitet, mit dem man das Ganze umsetzt, mit den üblichen Meilensteinen, die hier dann entsprechend
drinsteht, mit den entsprechenden Dokumenten, die dahinter stehen. Natürlich haben wir das mit unserer eigenen Software, der CT Performance Suite, und ein Team zusammengestellt. Ich glaube, was hier wichtig ist bei dem Team, ist, dass sie auch mit Art-Direktoren hier arbeiten und auch digitale Experten einbinden. Hier der Starke, der ja auch noch einen Vortrag bei uns hält in der Webinarwoche. Der kennt sich da sehr gut mit aus. Wir machen das auch gerne, dass wir von Universitäten noch Kollegen dazu holen, um die Fachkompetenz einfach mit reinbringen. Das Interessante sind jetzt vielleicht die Kosten. Das will ich natürlich nicht ganz transparent machen, haben Sie Verständnis dafür. Aber was man einfach sieht, ist, wenn man jetzt dieses ganze Paket nimmt, ja, das heißt, Sie machen diesen Design Thinking Workshop, Sie machen die Einführung mit Virtual Reality Modul, das heißt, Sie haben entsprechende Apps im iTunes Store und im Android Store und Sie haben den Trailer, Sie haben ein zweistündiges WBT dazu, dann sind Sie tatsächlich, weiß ich nicht, mit irgendwie 90.000 Euro dabei oder sowas oder sogar noch weniger. Das heißt, es ist eigentlich, muss man ehrlich sagen, für das Ziel und für die Aufgabe, die da gestellt wird, glaube ich, ein darstellbarer ökonomischer Aufwand, um hier ein großes Defizit, was in einer Organisation ist, relativ schnell und nachhaltig auch zu schließen. Klar, für 100 Mitarbeiter macht das jetzt vielleicht keinen Sinn, aber wenn die Zahl halt entsprechend größer ist, ist das, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte. Das Ganze muss natürlich inhaltlich noch angepasst sein. Also auch das haben wir sichergestellt. Da das mit unseren Werkzeugen gemacht ist, kann man da einfache Lösungen finden, wie das Ganze pflegbar, wartbar, ergänzend, also selbst ergänzt werden kann oder durch andere Agenturen ergänzt werden kann. Also man muss dann gar nicht TTS als Agentur da buchen, sondern man kann natürlich andere Agenturen nehmen. Auch das ist noch eine Möglichkeit, die man hat. Und überhaupt haben wir hier ein Kooperationsmodell, was das Ganze hier ermöglicht. Das rauscht es in der Leitung? Genau, ich hatte mich gerade wieder eingewählt. Es gibt nämlich eine Frage, die Kosten betreffend. Frau Barbara Meyer hat gefragt, wie sehen die Kosten für kleinere Organisationen aus und gibt es Unterschiede auch für verschiedene Bereiche? Genau, also das war jetzt einfach mal eine gute Frage. Ich denke, das ist einfach mal so ein Vorschlag gewesen. Hier waren das jetzt 1500 Sales-Mitarbeiter in der Finanzindustrie. Das muss man sich dann im Einzelfall nochmal angucken. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass diese Skalierung, ja, wie sie früher war, Sie stellen sich vor, Sie machen Google Cardboards und Virtual Reality und alle denken, oh Gott, das sind ja deutlich sechsstellige Beträge, die jetzt hier aufgerufen werden. Das ist halt einfach nicht mehr so. Ja. Man kann die Sachen effizient und gut produzieren. Wir haben eigene Game Designer, die das können. Also von daher passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Man kann das jetzt hier, glaube ich, nicht 100% ableiten. Sie sehen, ich weiche ein bisschen aus. Ne? Schildern Sie mir Ihre Situation und dann kann ich natürlich dann eine passgenaue Antwort geben. Generisch kann ich nur auf dieses Beispiel hier verweisen, um das irgendwie zu sagen. Gut. Dann das Thema Kooperationsmodell, da gehe ich jetzt auch relativ schnell durch. Als TTS sind wir eine der wenigen Firmen, die eben Software und Services gemeinsam anbieten. Gibt es nicht so häufig, es gibt eigentlich immer nur Firmen, die sich um Software kümmern oder um Dienstleistungen, aber nicht beides. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Ihnen solche Kooperationsmodelle anzubieten. Das heißt, Sie machen selber was oder Sie sourcen Teile aus. Wir haben eine verlängerte Werkbank in Madrid für Lokalisierungsdienstleistungen, die wir zu günstigen Tagessätzen anbieten können und so weiter. Gut, jetzt gucken wir uns noch ein paar Beispiele an. Ich denke, das ist jetzt vielleicht nochmal spannend, wie man sowas dann irgendwie machen kann. Das erste ist ein Projekt, das haben wir mit einem großen Versicherungskonzern, nämlich mit der Ergo gemacht. Genau genommen mit der Ergo direkt, aber eigentlich für die gesamte Ergo-Gruppe, also 40.000 Mitarbeiter. Was die Ergo wollte, war, dass sie ihre Leute aufschlaut, was eigentlich die digitale Welt ist, was das eigentlich beinhaltet. Einfach mal klären von Fachbegriffen und dazu ein Lernprogramm zu bauen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, haben ein Konzept gemacht für die Ergo, das fand dann großen Anklang. Darauf ist jetzt ein Projekt geworden, darum ist jetzt die ersten Inhalte fertig. Am Ende sind das relativ viele Stunden Content, das würde ich jetzt mal zeigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier.
die über die Entwicklung der digitalen Technik und ihrer Nutzung für Unternehmen gegeben wird. Die Bearbeitung aller Inhalte dauert etwa 5 Stunden. Also wir haben hier verschiedene Module, sehen Sie jetzt hier auch, die man noch einzeln erwerben kann. Und wir können ja ein bisschen hier mal durchgehen. In diesem Kapitel lernst du die Grundlagen der digitalen Welt kennen. Digitale Daten bestehen aus lauter Nullen und Einsen. Aber was heißt überhaupt Digitalisierung? Und wie hat sich die Computertechnik in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde es geradezu unglaublich, wie schnell sich die Computer entwickelt haben. Immer schneller, immer kleiner. Als meine Eltern jung waren, da gab es das alles noch nicht im Haus. Und heute wachsen Kinder als sogenannte Digital Natives auf. Sie können sich ein Leben ohne Internet gar nicht vorstellen. Tja, ich bin irgendwo in der Mitte. Du auch? Dann schau doch mal, wie das Netz zu dem geworden ist, wie wir es heute kennen. Wir gehen wieder in großen Schritten durch die Zeit, vom ARPANET zum Internet und weiter vom WWW, also vom World Wide Web, zum schicken Web 2.0. Angefangen hat es alles beim Militär und wie so oft in den USA. Okay, also vielleicht ganz kurz. Sie sehen, wir haben hier einen Videoavatar und wir haben auch eigene Videokollegen, die das dann entsprechend drehen. Ich bin eine Schauspielerin, die erläutert jetzt eben die digitale Welt. Und hier kann man dann auch so weiter durchgehen und dann wird das Stück für Stück vorgestellt. Wir haben jetzt bereits einige andere Datennetze. Das Ganze natürlich mit der Knowledge Force, mit HTML5 gemacht, also läuft auf allen Devices und wie gesagt als Standardprodukt auch verfügbar, wenn Sie da einen Link zu haben wollen zu einem Prototypen oder Piloten oder wie auch immer, wenn Sie sich das mal genauer angucken wollen oder Informationen dazu wollen, einfach kurze Mail an mich oder die CTS, wie auch immer, dann kriegen Sie das sofort zugesagt. Ja, erzählt wird eben wirklich die ganze Geschichte des Internets, dazu dann eben aber auch Social Media Sachen und so weiter. Einfach mal eine, glaube ich, sehr unterhaltsame und sehr gut gewordene Begriffsklärung zu diesem Thema. Das ist ein generisches Produkt, das kann natürlich dann immer für Ihre Unternehmung erweitert und angepasst werden. Und jetzt haben wir hier noch andere Beispiele. Wir haben mit der Firma SICK, Weltmarktführer für Sensorenherstellung, schön Freiburg, Nähe von Freiburg, durften wir ein Projekt begleiten zur Industrie 4.0. Und das war eigentlich ein sehr spannendes Projekt, wo wir einfach gemeinsam, ich glaube, beide Seiten sehr viel gelernt haben. Frau Löffler ist, glaube ich, auch dabei. Vielen Dank für das Projekt. Ich gehe jetzt ein bisschen auch jetzt schneller dadurch. Das heißt, da hat man wirklich erklärt, was eigentlich Industrie 4.0 für die Firma SICK bedeutet, auch mit Interviews hier, die eben auch viel vom Kunden mit selber gemacht wurden und dann die verschiedenen Schwerpunkte, die dahinter stehen. Und ein weiterer Teil, den wir auch mit SICK umgesetzt haben, war dann so ein Virtual Reality Geschichte, das heißt die Zukunft des Lernens in der Sensor Intelligence Academy. Und das ist dann so ein virtueller Raum, in dem man sich dann umgucken kann und wo man dann eben mit der Brille oder am Desktop entsprechend sehen kann, wie die digitale Welt und in dem Fall hier die neue Akademie dann aussieht. Sie müssen da verschiedene Dinge aufrufen und dann kommen Sie da entsprechend durch. Wir haben ja bei uns auf der Seite, finden Sie auch ein Beispiel dafür zum Thema Informationstechnologie, Informationssicherheit. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen, gucken Sie sich das an, finden Sie auf unserer Webpage, finden Sie dann auch im iTunes Store und im Google Store oder im Microsoft Store runter. Das vorletzte Beispiel ist mit der Firma Wacker generiert worden, das ist ein bisschen anderes Thema. Da ging es darum, dass im Vertrieb der Firma Wacker relativ komplexe Produkte, chemische Produkte verkaufen. Firma Wacker 17.000 Mitarbeiter weltweit, Vertretung, viele Vertriebspartner, 3.000 Produkte in einem Bereich, die verkauft werden sollen. Und die Vertriebler wurden immer mit laminierten Folien losgeschickt, um dann eine richtige Zuordnung zu bekommen, dass sie die Silikone, die Wacker herstellt und verkauft, dann auch die richtigen Silikone in dem richtigen Bedarf verkauft. Und die haben wir einfach für Smartphone auf Basis unserer Technologie, also der TT Performance Suite, so eine Art Entscheidungsbaum, Decision Tree,
entwickeln, mit dem die Verkäufer jetzt einfach da durchgehen können. Sie sehen, links fängt es an mit ihrer Branche und dann gehen sie Stück für Stück weiter runter und am Schluss, ganz rechts sehen wir auch, sind dann die einzelnen Produkte aufgelistet. Das kann man dann mit dem Kunden zusammen machen. Man kriegt eigentlich eine ideale Mischung aus Beratung auf der einen Seite und aus Entscheidung für den Kunden auf der anderen. So viel dazu. Ich würde Ihnen ganz gerne noch ein weiteres Beispiel zeigen, auch so eine 3D-Simulation. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch in der Übertragung. Ja, mal sehen. Sie hören schon was, aber Sie sehen leider, doch jetzt sehen Sie was, aber es ist ein bisschen ruckelig. Das ist für einen Logistikdienstleister. Sie gucken hier in einen LKW hinein. Und in diesem LKW, das können Sie jetzt hier mit dem Smartphone machen, weil wir festgestellt haben, dass die Logistikkollegen halt smartphone-technisch natürlich so unterwegs sind. Jetzt können Sie hier verschiedene Kisten. Nach dem Lastverteilungsplan müssen besonders schwere Güter möglichst mittig im Transporter gelagert werden. Lagern Sie schwere, lange Pakete außerdem immer waagerecht, also mit der langen Seite nach unten. So, hier ist jetzt ein bisschen Dreck auf dem Boden. Achten Sie darauf, dass der Boden des Fahrzeugs sauber ist. Schmutz oder Feuchtigkeit erhöhen die Rutschgefahr der Ladung und können zu Unfällen führen. Gut, und die große Frage ist jetzt, wie verifiziere ich das Ganze eigentlich? Und dafür gibt es hier eben die Möglichkeit, die Tour zu starten. Das heißt, das Auto fährt jetzt los. Ich bin ja hier auf so einem Parkplatz. Das wird bei Ihnen leider so ein bisschen ruckelig übertragen. Das läuft natürlich noch viel sauberer. Und es fährt jetzt einmal um mich rum und dann geht die Tür wieder auf und dann sehe ich, ob ich alles gut gepackt habe oder nicht. Das Ganze kann man sich eben so hier jetzt, wie Sie es sehen, am Desktop angucken. Oder man kann es sich natürlich ganz genauso auch mit dem Google Cardboard angucken oder mit irgendeiner Virtual Reality Brille. Mal gucken, wie gut ich jetzt war. Oh weh, das sieht nicht gut aus. Sie haben mehrere Ladefehler nicht behoben. Und das sind die Konsequenzen. Die Sackkarre ist umgefallen und hätte leicht Ware beschädigen können. Bitte. Okay, also ich spreche das jetzt hier mal an der Stelle ab. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, wie man Content entsprechend darstellt. Damit sind wir auch am Ende der Session angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar schöne, bunte Beispiele zeigen. Ich glaube, das war mein Einstiegsbild, digitaler Wandel und dann eine schöne Agrarlandschaft in schönem Abendlicht. Ich würde mal sagen, das ist Abendlicht, kein Morgenlicht. Und ich hoffe, Sie haben gesehen, dass da einiges vor uns liegt. Und nutzen Sie die digitale Zukunft. Es ist tatsächlich so, wie wir das in der Statistik am Anfang gesehen haben. Es ist, glaube ich, eine Riesenchance, die wir alle in den Händen halten und die wir, wenn wir sie gut nutzen, dann auch gewinnbringend zu einem Mehrwert machen können. Ich glaube, für jeden, für einzelne Menschen, aber auch für alle zusammen. Und ich habe nie gesagt, dass es leicht wird, aber wir sind soweit, den Weg mit Ihnen zu gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie das, den Auftakt unserer Webinarwoche genutzt haben. Sie sehen, morgen geht es weiter um 10 Uhr mit Jens Bahr. Szenarien, Avatare, Illustrationen, so sieht E-Learning heute aus. Und am Nachmittag mein Kollege Adam Zawadzki, exzellentes E-Learning, Qualität und Nachhaltigkeit von Lerninhalten sicherstellen. Am 12. um 10 Uhr dann E-Learning 4.0 von meinem Digitalisierungsexperten, dem Johannes Starke. Und noch 4 weitere Vorträge von Klaus Kreft, Vertriebskollegen, die Zukunft des Lernens. Das ist so über Beacon-Technologie, glaube ich, auch sehr spannend, Kontextsensitivität im Raum herzustellen. Dann das Thema virtuelle Projektarbeit, erfolgreiche Projektarbeit und die Themen zum Performance Support und wie man in 5 Schritten sicher dazukommt. Und last but not least, Stellenprofile, Jobfamilien, Competencies, Skills. Auch da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den einen oder anderen Vortrag, am besten natürlich alle, sich anhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Genau, von meiner Seite noch eine Information. Es gab die Frage, an welche E-Mail-Adresse man sich wenden muss, um die Präsentation zu bekommen. Ihre Nachricht jetzt hier in dem Chat hat auch schon völlig ausgereicht. Das notieren wir uns und lassen Ihnen die Folien zukommen. Wer sich danach noch entscheidet, die Folien
haben zu wollen, gerne an die E-Mail-Adresse, die auch bei Ihnen in der Einladung genannt ist. Genau. Oder an die E-Mail-Adresse, die Sie hier gerade sehen. Die sollte auch funktionieren. Ja? Also, fragen Sie ruhig und vielen Dank und noch einen erfolgreichen Tag und eine schöne Woche. Ich wünsche Ihnen Uli Ude und Christina Häusler. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.